Hallo Leute und willkommen hier bei Me Applecat. Ja, nachdem in den letzten Wochen das Wetter maximal schlecht war, kann ich heute endlich mal wieder meine Mavic Mini rausholen und wir können eine Runde fliegen. Und ich war aber auch nicht untätig in der Zwischenzeit. Nein, ich habe hier fleißig an meinem 3D-Drucker Sachen gedruckt für die Mini. Und zwar wollte ich einen eigenen Yagi-Antennenverstärker bauen. Ich habe ja die Teile hier, mit denen ich den aktuellen Langstreckenrekord aufgestellt habe, also meinen. Und der liegt ja bei 2822 Metern. Und dann dachte ich mir, die Dinger hier kann man doch auch mal selbst bauen. Tja, gesagt, getan. Ich habe mich da auch rangetraut und habe, wie gesagt, hier mal mit dem 3D-Drucker ein bisschen rumgedruckt. Und es gab Probleme, wie ihr sehen könnt. Das hier ist so ein Fehldruck, wo irgendwo dann die Form verrutscht ist. Und das habe ich ein paar Mal gehabt. Und dann habe ich Formen gehabt, da war es nur ein bisschen mal verrutscht, hier leicht verschoben, dann hatte ich welche, da hat alles wirklich gut gepasst, aber die Dinger waren zu klein, also habe ich die wieder vergrößert, nochmal neu ausgedruckt und dann habe ich gemerkt, ui, mein Drucker, der schafft es gar nicht mehr in der Höhe. Da hat hier das letzte bisschen oben dann gefehlt, was aber nicht so schlimm war. Aber die waren immer noch zu klein. Also habe ich dann nochmal gedruckt und nochmal gedruckt und nochmal gedruckt und nochmal gedruckt. Und naja, was soll ich sagen? Hier sind sie, meine Prototypen der Yagi-Antennenverstärker. Und zwar habe ich die diesmal nicht mit Kupfer wie hier. Ja, hier haben wir ja Kupfer drin als Verstärkungsmaterial, sondern das hier ist Aluminium. Ich habe hier also Aluminiumstäbe, Rundstäbe, die ich dann zurecht gesägt habe und habe sie dann hier reingepackt. Alles noch so ein bisschen provisorisch mit Tesa hier befestigt, aber wie gesagt, es sind Prototypen. Dann kann ich das auch nochmal auswechseln und ich habe auch einen größeren 3D-Drucker mittlerweile geordert, mit dem ich dann hoffentlich die Dinger hier komplett drucken kann. Aber egal, wir wollen es erstmal testen. Bringen die überhaupt was? Deswegen gehen wir heute auf die Piste und probieren zuerst mal aus, wie weit wir heute mit den kleinen gekauften Yagi-Antennenverstärkern kommen und probieren im Anschluss meine selbstgebauten Antennenverstärker aus. Und ihr seht, da ist ordentlich mehr Material dran an meinen und die sind ordentlich von der Größe anders. Deswegen bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, vor allem auch wegen dem Aluminium, ob das wirklich gut funktioniert. Also so viel zur langen Vorrede. Jetzt geht's raus auf unser Test- und Fluggelände. Ich freue mich. Da hinten wollte ich starten und wir haben ja ein paar Rehe aufgeschreckt. Nee, wie süß. Okay Leute, wir sind startklar. Da unten steht die Mavic Mini. Hier ist schon alles eingerichtet. Ihr seht, die Yagi Antennenverstärker, die gekauften, sind auch schon montiert. Und Wetter ist gut, 8 Grad, alles klar. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Aber ich checke nochmal ganz flott hier den Kanal. Kanal 1 sieht gut aus, 2,4 GHz. Und wir heben ab und machen jetzt erstmal hier so einen ersten Vergleichsflug mit den gekauften Yagis, um einen Tagesvergleichswert zu haben. Also geht es erstmal nach oben, so auf eine Flughöhe von 80, 90 Metern und dann, ja, wir legen noch einmal zu und gehen in den Sportmodus und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen mit den bisherigen Rekordhaltern und dann vergleichen wir mit meinen selbstgebastelten Yagis. Sehr schön, also wir legen los. Ich schwenke mal die Kamera noch ein klein bisschen nach unten. Dann kann man hier auch mehr sehen, wo wir drüber fliegen. Und da war ich jetzt doch tatsächlich schon etwas zu hoch. Man ist aber auch so schnell im Sportmodus. So, wunderbar. Passt. Flughöhe 88 Meter mit 45, 46 Stundenkilometern geht's voran. Und ihr seht, es ist ein etwas diesiger Morgen. Die Füße bei mir werden auch schon langsam nass. Die Rehe habt ihr eben vielleicht kurz gesehen. Die habe ich hier leider schon gestört bei meiner Anreise. Die waren hier gerade am Frühstücken. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier schon 500 Meter weit weg. Und nähern uns so langsam hier der Stromtrasse.
Da fliegen wir jetzt gleich drüber und dann kommen wir hier an die kleine Straße und dann geht's weiter. Ja, und auch hier bekomme ich jetzt schon ein schwaches Signal. Schnell nochmal den Kanal checken. Nö, alles gut. Also einen neuen Rekord stellen wir heute vermutlich mal nicht auf, aber naja, man kann ja nicht immer alles haben. So, über die Stromtrasse kommen wir doch natürlich wieder mal drüber. Die kennen wir ja schon von der Höhe her. Und weiter geht's. So, 1,3 Kilometer haben wir jetzt gleich schon geknackt. Das geht halt echt flott, wenn man im Sportmodus hier unterwegs ist. Und wir fliegen hier so ein bisschen über diese Bundesstraße drüber. Da ist ja nichts los hier. Wir sind ja wirklich, ihr habt ja gesehen, hier frühstücken noch die Rehe. Also hier ist wirklich niemanden, den man großartig stören kann, außer es kommt ein korpulenter Herr mit einem sehr sensiblen Hund. Naja, aber das ist ein Thema von einem älteren Video. Schwamm drüber. So, 1,6 Kilometer mittlerweile schon. Ja. Was mich hier ein bisschen wundert, es sieht irgendwie so aus, als würden wir schräg fliegen. Ja, dabei fliege ich gar nicht schräg. So, ich habe mal kurz angehalten, damit sich das hier alles ein klein bisschen stabilisiert. 1740 Meter und... Naja, da hat sich hier gerade ein bisschen was verabschiedet. Aber wir sind wieder da. Aber ich glaube, viel weiter kommen wir heute nicht. Nee, sieht irgendwie nicht so gut aus. Also 1765 Meter und ja, Signal verloren, Signal gewonnen, Signal verloren. Nee, bringt aber hier nichts. 1765 halten wir einfach mal heute fest. Es geht ja hier nicht um die maximale Reichweite im Rekord, sondern ich wollte ja einfach mal wissen, wie weit kommen wir hier denn? Und 1765 Meter, boah, ist ja schon mal was. Ne? Ich bin jetzt hier im Rückwärtsgang gerade mal unterwegs, damit ich hier nochmal das Signal etwas stärker bekomme. Ja, und dann drehen wir einmal bei. Und meine Güte, das ist aber hier, das ist ja immer so tagesformabhängig, ob wir ein gutes Signal haben oder nicht. Das ist schon... ist schon krass. An manchen Tagen geht es so gut, an anderen Tagen geht es überhaupt gar nicht so gut. Also, ich komme jetzt schon mal hier zurück. Langsam kommt auch hier wieder das Bild, sehr ruckelig allerdings, zurück zu mir. Oh, wir sind schon bei 1400. Ja, generelle Flugrichtung passt. Wir kommen schon zur Flugtrasse. Und dann haben wir schon mal mit 1765 Meter so unseren ersten Tagesbenchmark, wo wir wissen, das ist so ein Wert, da wollen wir hin. Also da wollen wir mal zumindest hin mit den selbstgebauten Yagis und mal schauen, ob wir vielleicht auch ein klein wenig weiterkommen mit den Teilen. Und gelandet. Okay Leute, die selbstgebauten Yagi-Verstärker sind dran. Wenn ich ehrlich bin, die sehen nicht so vertrauenserweckend aus. Aber wir werden mal schauen. Wir legen los und starten dann unseren Zweitflug. Haben die 1765 Meter im Kopf. Ich gehe direkt mal in den Sportmodus und wir heben ab. So. Wir gehen wieder in die Flugausrichtung. Schauen, dass wir hier gut auf Höhe kommen, wieder so auf 89 Meter. Und ich fliege schon mal vorwärts. Und ich bin echt gespannt. So, ein bisschen die Kamera nach unten. Wir fliegen jetzt hier in die Sonne. Ist natürlich nicht so ganz optimal hier für die Kamera, ins Gegenlicht zu fliegen. Aber ist ja egal. So, wir sind jetzt hier auf 91 Meter. Passt. Und ich schwenke mal ein bisschen ganz nach unten. Da kann man sehen, wie flott man doch unterwegs ist. Hier mit 46 Stundenkilometern schon gleich die 400 Meter geknackt. Und ich achte darauf, dass ich hier wirklich die Yagis genau Richtung Drohne ausrichte. Also Richtung Mavic Mini. Damit da auch alles glatt geht. Automatische Rückkehrhöhe habe ich auf 100 Meter gesetzt. Damit ich hier auch garantiert, egal was kommt, auf jeden Fall hier über die Hindernisse drüber komme, sprich unser Haupthindernis ist ja hier hinten der Mast von unserer Stromleitung. So, gleich haben wir die 800 Meter. Da ist ja oft, wenn man ohne Verstärker fliegt, so eine kleine Grenze, wo es dann schon mal ruckelt. Sieht aber jetzt hier alles völlig problemlos aus.
900 Meter. Über die Stromleitung sind wir schon drüber gekommen. Und wir haben die 1000 Meter, der erste Kilometer ist geschafft. Tja, schauen wir mal. Wir fliegen weiter. Ich fliege hier wieder ein bisschen so, dass ich parallel etwas komme zur Straße. Richte nochmal die Gimbals aus, nicht die Gimbals, die Yagis aus. Und wir fliegen mal weiter. 1200, 1300. Und bisher haben wir hier echt ein stabiles Signal. Also da hat noch gar nicht viel geruckelt. Doch, 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 gefällt mir soweit echt gut, muss ich sagen. Also 1500. Ja. 1600 und wir fliegen hier ziemlich flott mit 46 Stundenkilometern. Und wenn ich mal hier mit dem Gimbal schwenke, ey, das ist ein 1A-Signal, richtig schön stabil, gefällt mir. Und wir haben die 1765 soeben geknackt. Ja, und dann hohe Windgeschwindigkeitswarnung und Signal verloren. Na, ist ja optimal. Also, wir warten mal einen kleinen Moment ab. Da haben wir das Signal schon wieder. Er will zurückkehren bei 1842 Metern. Ich lasse ihn auch mal kurz zurückkommen. Also wir schauen mal, ob wir da nochmal hier alles aufnehmen können vom Signal und versuchen noch einmal ein klein wenig weiter zu fliegen. Aber wir haben schon mehr geschafft als die gekauften Yagis. Nicht viel mehr, noch keine ganzen 100 Meter. Aber, naja, immerhin, immerhin. So. Da ist sie schon. Ja. Da ist sie schon wieder auf dem Rückweg. Und ich mache das mal wie beim letzten Mal. Ich fliege rückwärts. So, wir schauen mal. Das hat ja beim letzten Mal gut funktioniert. Klein bisschen tiefer gehen, damit wir hier nicht ständig die Warnung kriegen. Und wir fliegen 1790, 1800. Das hat ja beim letzten Mal gut geklappt, rückwärts fliegen. Damit habe ich ja meinen Rekord aufgestellt. 1800, 1900. Ja, 1950. Es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt, aber fliegt 2 Kilometer geknackt. Sehr schön. Wir behalten mal im Kopf. Ich glaube zwar nicht, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Ja, 2090 der absolute Rekord, aber bei einer anderen Location bei 2800 Metern. Mein Gott, ich werde schon ganz durcheinander. Also bei 2,8 Kilometern. Hier haben wir jetzt aktuell 2100, was war es? 32. Das ist auch schon gar nicht so schlecht, aber ja, nicht so gut wie der Rekord, aber deutlich mehr als die gekauften Yagis hier geschafft haben. So, dennoch haben wir hier wieder das Signal verloren. Ich warte noch mal kurz. Upp, da haben wir es wieder bei 2100 Metern. War das Signal zurück? Ich breche noch mal flott ab, abbrechen. So, sollen wir noch einmal? Ja, Akku 71%, völlig entspannt. Wir starten noch mal hier im Rückwärtsgang und schauen mal, ob wir das nicht noch ein klein wenig mehr ausgereizt bekommen. Schwaches Signal, 2,1. Nee, nee, weiter kommen wir nicht, aber über 2,1 Kilometer mit den selbstgebauten im Vergleich zu 1,7 Kilometer aufgerundet. Ja, also 400 Meter weiter geflogen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also sie funktionieren auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich interessant zu sehen, während ich hier auf das Signal warte, dass es zurückkommt. Das sind ja jetzt hier Aluminiumstangen, die ich hier reingebaut habe. Ob das dann mit Kupferstangen, was ich ja stark vermute, besser funktioniert noch. Das wäre dann aber echt noch auszutesten. Und ich breche hier nochmal gerade ab, denn ich fliege lieber manuell zurück. So, manuell. Und dann geht es jetzt hier wieder in Richtung, ja, zu meiner Position. Also für mich ist interessant zu sehen, ob das dann mit Kupfer noch besser funktioniert. Von daher werde ich auch nochmal das Ganze hier mir so merken und dann im Vergleich zu Kupfer ausprobieren. Denn ja, Kupfer ist doch leitfähiger als Aluminium und verstärkt wahrscheinlich auch mehr. Aber erstmal war für mich ja wichtig, meine Prototypen der Yagi-Antennenverstärker, funktionieren sie oder nicht? Und wir haben gesehen, ja, sie funktionieren und das sogar recht gut dafür, dass sie so, ich sag mal, provisorisch noch aussehen hier bei mir. Also,
echt interessante Sache. Ich fliege jetzt nochmal zurück und dann begrüßen wir nochmal die kleine Mavic Mini und ja, hätten unser Fazit auch schon quasi erfahren. Tja Leute, da hätten wir das amtliche Endergebnis, die Yagi Antennenverstärker, die selbst gedruckten, funktionieren. Wenn ihr die selbst mal drucken wollt, ich verlinke euch hier das File in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das runterladen und gerne mal selbst hier einen Test machen. Und wenn ihr den Test gemacht habt, dann sagt mir Bescheid, wie es bei euch funktioniert hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier bei mir AppleCat und wenn ihr noch mehr sehen wollt von meiner Mavic Mini und meinen Abenteuern, die ich mit ihr schon erlebt habe, der Link zur Playlist ist hier unten in der Videobeschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut!